Hey Kinners, was geht bei euch ab? Willkommen zu meiner Gameplay-Analyse. Ich bin dafür einfach auf Cache geblieben. Cache ist ja im Moment die Map, die wir behandeln in diesen ganzen Tutorials. Bis jetzt gab es für euch ein Smoke-Tutorial auf der Map, sowie ein Tutorial, in dem ich euch einfach alle Spots gezeigt habe und schon mal diverse Taktiken angesprochen habe. So ein paar Default-Goes praktisch und wo man am besten die Bombe legt und so weiter und so fort. Ihr habt euch aber noch eine Gameplay-Analyse gewünscht und die werde ich jetzt hier sehr, sehr genau durchführen. Ich habe dafür sogar zwei Spiele aufgenommen. Und zwar einmal das hier. Das ist ein schlechteres Spiel, in dem ich nicht so gut gespielt habe. Da kann ich besser erklären, was man besser machen kann. Und im nächsten Spiel bzw. der nächsten Analyse zeige ich euch dann ein Gameplay, in dem ich es alles umgesetzt habe oder besser umgesetzt habe. Vielleicht nicht zwingend die Sachen, die ich jetzt ansage, aber da gibt es dann wieder neue Dinge, die ich eben ansprechen kann. Dieses Video ist für Anfänger sowie auch gerne Fortgeschrittene. Es wird zwar dann viel dabei sein, das man schon kennt, wenn man Fortgeschrittene ist, aber sicherlich ist die ein oder andere Sache dabei, bei der man sagt, oh, guck mal da. Okay, legen wir los. Achso ja, und die Facecam habe ich weggelassen, damit ihr wirklich komplett auf das Gameplay fokussiert seid und nicht irgendwie meine Fratze darum tanzt. Also, am Anfang wird natürlich angesagt, wohin man geht, das ist ganz wichtig. Ihr müsst den Mates zuhören, wenn sie irgendeinen Scheiß labern, ist es natürlich bescheuert, aber ihr müsst den Mates zuhören und gucken bzw. hören, wohin sie gehen wollen. Man kann hier am Anfang schon viele Fehler machen, indem man sich einfach irgendwo hinstellt, den Mates nicht zuhört, fortrennt oder wie auch immer. Die Spots habe ich euch ja schon gezeigt, das heißt, ihr müsst ungefähr wissen, wo was ist, wenn hier irgendwas mit und B und was weiß ich angesagt wird. So, also die Bombe ist B, ich bin hier, das ist natürlich schon der erste Fehler. Total blind, einfach in die Situation gelaufen. Der Kerl sagt B an, er war auf B gestanden. Ich kann nochmal kurz hinspulen. Schaut mal, wo er stirbt. Er stirbt jetzt, wo ich hier bin. Hier noch mitten auf Mitte. Und das heißt, die Gegner können hier längst durchgelaufen sein, was sie jetzt auch sind hier an der Stelle. Also ich renne hier komplett nackt durch. Ich wollte da oben eine Nade reinschmeißen, was total idiotisch ist. Und passt auf diese Nade auf. Sie wäre cool gewesen, hätte sie funktioniert. Aber sie hat nicht funktioniert, da war Smoke. Ich habe sie vielleicht gegen den Mate geworfen, der direkt da stand. Ich habe ihn voll erwischt. Das war eigentlich, ich war natürlich voll drauf, ganz klar. Ganz blöde Idee, sowas durchzuführen. So. Naja, da konnte man jetzt nicht viel ändern an dem Tod. Also ich gehe rein und natürlich kann noch ein Feind bei Checkers, also hier links, beziehungsweise die Main stehen, hier in diesen zwei Eingängen. Natürlich kann direkt rechts auf dem Spot jemand stehen, also hier, da habe ich ja hingeguckt. Da schaut man zuerst hin, dann geht man am besten ganz an die Wand hier drüben und guckt dann eben hier hinten rein. Beziehungsweise von weiter hinten kann man sich das hier schon angucken. Mich hat es einfach jetzt eiskalt erwischt, klar, weil der jetzt hier kam. In dieser Situation wäre es viel besser gewesen, auf die Karte zu schauen. Wie man hier sehen kann, war der Mate hier hinten. Er geht hier in Vent rein und sieht jetzt schon den kompletten Checker-Vent-Room. Und jetzt ist er unten und ist sogar schon fast bei B-Main eigentlich. Das heißt, da kann niemand mehr sein. Habe ich nicht gesehen. Eine dumme Sache. Die Map an sich ist ein extrem wichtiges, hilfreiches, aber auch sehr zerstörerisches Tool, denn... Shit, Mann, der hat auf die Nase bekommen. Da hätten sie einfach beide noch gleichzeitig herangehen müssen. Ne? Sie waren zu zweit unten gestanden. Er schießt den an die ganze Zeit. Er lädt jetzt halt gerade nach in dieser Ecke. Es war dumm, dass der Mate jetzt auf die Fresse bekommen hat. Man hätte das etwas besser koordinieren müssen, dass man wirklich gleichzeitig auf ihn drauf geht. Dann wäre er wahrscheinlich gefallen. Worauf ich nochmal kurz hinaus will, ist die Karte. Ihr müsst sehr, sehr oft oben auf die Karte gucken. Vor allem, wenn ihr in Situationen hineingeht, aus einer Sicherheit heraus, wohlgemerkt, um einfach zu erfahren, ob da eure Mates schon drin sind oder nicht, damit ihr bereit seid, sofort auf etwas zu schießen, wenn euch was entgegenkommt. Das ist ganz wichtig. Es gibt sehr viele Leute, die einfach sehr blöde Team-Attacks machen, weil sie in die Situation reinrennen, ohne zu wissen, wo die Mates sind. Das ist eine ganz essentielle Sache. Der Blick schweift über eine einzige Runde extrem oft auf die Karte. Es darf nur nicht zu oft passieren und vor allem müsst ihr den richtigen Zeitpunkt erwischen. Ihr solltet nicht auf die Karte gucken, wenn ihr gerade in eine Situation reinkommt, die komplett ungeklärt ist, wo ihr nicht wisst, ob da jetzt gleich ein Gegner ist. Das ist natürlich Schwachsinn. Ihr solltet einfach wissen, wann ihr überhaupt nicht sicher seid. Und diese Kartenbeschauung sollte möglichst nur dann geschehen, wenn ihr eben auch wirklich safe seid. Hier hat er wirklich sehr, sehr geschickt geholt, der Kollege mit der widerlichen Galil. Zum Kaufverhalten ist jetzt hier an der Stelle nicht viel zu sagen. Wir haben die Runde geholt, wir haben alle Fullball gemacht. Es gibt auch mindestens einen, der jetzt eine M4 hat. Ich kann mich leider nicht umsehen, um zu gucken, was der Rest hat. Aber euch wird auffallen, dass ich sehr, sehr, sehr oft auf Tab drücke. Das ist nicht irgendwie, um die Stats oder sowas zu schauen, sondern ihr müsst immer wissen, wie viel Geld ihr habt. Das bekommt ihr aber auch durchgehend angezeigt, und zwar unter der Map da links. Aber, und das ist mindestens genauso wichtig, wie viel Geld die Mates haben. Das ist extrem wichtig. Ihr müsst das Money Management auf jeden Fall im Blick haben, damit ihr wisst, was einzukaufen ist und so weiter und so fort. Oft müssen noch nicht mal irgendwelche Calls gemacht werden. Ne? Wenn man Fullbuy macht, wenn jeder 16.000 hat, ist ganz klar, da muss niemand sagen, okay, wir kaufen jetzt. Und bei geringeren Geldbeständen ist es ähnlich. Wenn alle bei 1,5 stehen, also bei 1.500 Dollar, dann kann man schon damit rechnen, dass es höchstwahrscheinlich eine Eco wird, eine Full Eco. Man kauft gar nichts. Und in so einer Full Eco pusht man meistens irgendwo hin. Das haben wir vorhin in der zweiten Runde gemacht und haben sie so auch gewonnen. So, was habe ich hier für eine Scheiße gemacht? Die Bombe war down. Ich habe gehört, hier Last A Main, also wusste ich, dass er hier steht. Schaut euch mein Aiming an. A-Main ist angesagt und ich aime, als wenn ich hier oben auf Squeaky mit jemandem rechnen würde, der von da kommt. Total bescheuert. Wenn A-Main angesagt ist, dann wird er hier oben nicht rumtingeln. Er wollte wahrscheinlich auch safen und will dann noch lieber hier Richtung Bums gehen, ne? T. Hinter den Laster zum Beispiel, den man hier noch ein Stück sieht. Also ich habe ja völlig unqualifiziert geaimt. Wenn mir A-Main angesagt wird und die Situation so ist, wie sie ist, dann aime ich
hier auf Kopfhöhe, hier. Und muss vor allem sehr stark damit rechnen, dass jemand closed kommt, ne? Dass er sich hier in der Wand entlang drückt und hier direkt um die Ecke kommt und vor mir steht. Und hinzu kommt, bin ich ja auch noch gesteppt wie Nilpferd. Also, er wusste, dass ich komme. Ja, da die Bombe ja hier irgendwo down ist, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, hätte ich, und ich stand ja hier, der Gegner war hier zu vermuten, da hätte ich mich einfach hier hinstellen können, hier an den Rand des roten Containers. Der Grüne macht's richtig. Der Grüne stellt sich genau hier in die Mitte rein, also er steht praktisch hier drin, da steht er. Und der Gegner kann nur hier irgendwo sein. Vielleicht ist er mittlerweile hier... Na okay, da ist er tot. Wenn man eh im Vorteil ist, im extremen Vorteil, 5 gegen 1, dann gehen eigentlich nur Killgeile ran. Und ich war da einfach Killgeil. Ich stehe hier an sich übrigens immer für Main und für Squeaky. Wenn ich auf A bin, ist es eigentlich nicht mein Lieblingsplatz. Es ist eigentlich schon ein Hassplatz von mir. Aber gerade deswegen versuche ich eben sehr oft hier hinzugehen, um ihn besser auf die Reihe zu bekommen. Ich will einfach was können auf diesem Spot. Ich stehe da hinten viel, viel lieber, also auf A selbst. Das war eine recht chillige Baby-Taktik, die jeder können und wissen sollte. Ihr schmeißt eine Decoy und eine Decoy sieht aus wie eine Flash. Sie hört sich an wie eine Flash, wenn sie irgendwo abdopst. Das heißt, wenn hier drin ein Gegner gestanden wäre, hätte er gedacht, oh nein, das ist eine Flash und hätte sich umgedreht. In dem Moment komme ich rein und erwische ihn halt eiskalt von hinten. Also ja, das sollte jeder... kennen. Die Bombe ist jetzt wieder down auf Mitte. Es steht 4 gegen 4, wie ihr seht, stehen wir alle recht gut. War einer, ich auf Mitte, der Kollege geht drüber auf B, er stand aber davor auf Mitte, ich hier auf Highway. Also es ist eine sehr gute Verteilung. Da hinten wird rumgeschossen auf B und keiner callt. Das ist natürlich blöd, ne? Da er hätte schon längst callen müssen, dieser Antonio, schon längst. Als er direkt den ersten gesehen hat, hätte er sagen müssen 1B. Damit wir wissen, okay gut, da ist einer. Die Bombe war glaube ich nicht direkt zu sehen, also von daher ging das in Ordnung. So, ich habe den hier geschniedelt und... Das war so eine saudumme Situation. Es war einfach schon jemand da. Guck mal, der mit der Diegel, ja, der ist nicht etwa weggelaufen, sondern der ist hier wirklich im Schatten der Wand hier hochgesprungen. Gute Taktik von ihm, schlecht umgesetzt von mir. Das hätte eigentlich drin sein müssen. Dann wäre nämlich wahrscheinlich auch der Sieg drin gewesen. Ihr könnt hier meine Ansagen nicht hören. Ich habe hier eine Eco angesagt und sie waren damit einverstanden. Einer hat dann aber doch noch Waffen gedroppt, dass wir einfach ein bisschen was haben, weil er so ultra reich ist. Das ist eine wichtige Sache bei dem Money Management. Wenn ihr merkt, ihr seid der Reicheste mit 7.000, 8.000, auch 5.000 Reichen und die Mates haben nichts, dann könnt ihr in der Pistol Round ihnen auf jeden Fall Waffen legen. Nicht zwingend eine Deagle, am besten eine 5.7 oder noch besser P250 oder so. Sowas. Da kann man doch einfach fragen, was die Leute gerne hätten oder sie sagen es eh von alleine an. Und man kann mit diesen Waffen, wie man hier merkt, dann schon ordentlich im Vorteil sein. Man kann mit der Deagle auch deutlich besser Wände penetrieren als mit anderen Gerätschaften. Und guck mal hier, er sieht den da oben rumsteppen. Den habe ich auch selbst angesagt, den da oben. Er hat mich saublöd geholt. Also schaut mal, ich war mir bewusst, dass da oben jemand ist. Ich habe ihn steppen gehört, bin aber trotzdem rausgeschlichen. Guck hoch und hab so stümperhaft da hochgeschaut, so unglaublich stümperhaft. Schaut mal, wenn ihr wisst, dass da oben jemand ist, ganz sicher, weil ihr ihn gehört habt, dann macht nicht diesen Pimmel. Man hätte ihn sogar gesehen. Man hat ihn sogar gesehen. Da ist er. Da oben ist er. Man hätte ihn sehen können. Gerade eben war er noch besser zu sehen. Es war einfach Schwachsinn, sowas zu machen. Natürlich war der Grund für diese blöde Aktion die Gefahr, die von Midhall ausgeht, weil da ja auch hätte jemand sein können. Aber ich habe ihn gehört. Das heißt, ich hätte da ganz sicher gucken müssen. Auf Mitte habe ich niemanden gehört. Nur da oben. Das heißt, man guckt auch da hoch und kackt nicht so bescheuert rum. Da habe ich nochmal den Spieler gewechselt. Oh mein Gott, das war so bitter, dass er ihn nicht gesehen hat. Natürlich sollte man auf keinen Fall als Teammitglied, das ist das Schlimmste, was man machen kann, dann sowas machen wie, oder are you blind oder irgendwie sowas. Ihr wisst nie, wo er seine Augen hatte, was er vielleicht in der anderen Ecke plötzlich hervorblitzen hat sehen. Es ist einfach dumm gelaufen. Man sollte nie im Leben irgendwas Negatives rauslassen zu seinen Mates. Das Gefüge aus den Mitspielern sollte immer so gut wie möglich sein, weil nur dann kann man wirklich easy auch gewinnen. Wenn man sich gegenseitig anpisst, dann schiebt man den Sieg weg. Auch wenn man vom Skill her für den Sieg eigentlich bereit wäre, schiebt man ihn in weite Ferne. Das ist das A und O, wirklich. Die Gemeinschaft. Guckt, dass ihr einfach mit den Leuten spielt. Wenn sie total Scheiß machen, dann gebt maximal positives Feedback und sagt, hey, sollen wir nicht mal tauschen oder geh du mal zu mir drauf, ich versuch mal B, okay, oder nice try, außer es war wirklich ultra scheiße, sagt man einfach gar nichts. Aber es hilft nichts, die Leute anzupöbeln. Sie werden dadurch nicht besser, sondern schlechter. Weil sie entweder sauer werden und dann schlechter spielen, weil sie säuerlich sind, oder weil sie dann vielleicht sogar Angst bekommen, weitere Fehler zu machen und dann noch schlechter spielen. Macht das nie im Leben. Taktisch, das Schlimmste, was ihr machen könnt, eure Mates irgendwie blöd anzumachen. Das ist so schweinedumm. So, Antonio geht ultra ab. Der letzte kommt hier mit der Bombe von B-Main. Man kann kurz warten, ob er kommt, zu zweit hier, und dann aber so schnell wie möglich auf A laufen. Also einer sollte so schnell wie möglich verschieben. Antonio macht das jetzt hier in dem Fall, denn er kann natürlich mit dieser ganzen Zeit, die er noch hat, easy verschieben und dann ganz gemütlich auf A legen, wenn wir beide auf B wären. Und da hat er auch schon auf A gelegt. Wir haben fast schon zu lange gewartet, aber ich würde sagen, es ist noch im Rahmen. Antonio muss jetzt natürlich warten auf mich. Und er fragt mich, ob ich eine Flasche habe. Er geht hin und nutzt ihn natürlich direkt weg. Er hätte noch einen Ticken länger warten müssen sollen, können, weil es ist eine AWP. Und ihr müsst euch vorstellen, an dieser Stelle, wo er stand, direkt an dieser Kante, hier, wenn er jetzt von der AWP getroffen worden wäre und ich direkt neben ihm stehen würde, könnte ich die AWP wahrscheinlich sofort eine halbe Sekunde später down machen. Er muss ja erstmal repetieren. Er hätte sicherlich da hinten einen Schritt dann nach links gemacht oder von uns aus rechts, zack, um diese Repetierung durchzuführen, aber diese Zeit hätte ihm wahrscheinlich nicht gereicht.
gereicht. Ich hätte ihn zeitgleich dann killen können. Direkt nachdem er den Mate gekillt hätte, der Sieg wäre also drin gewesen. Da der Mate aber so weit vorne stand, hätte ich das nicht machen können. Das heißt, der Kerl geht rüber, macht die AWP schussbereit, stellt sich wieder hin und in dem Moment komme ich angedackelt, weil ich so weit hinten war oder der Mate eben so weit vorne und dann bin ich auch down. Also guckt bei solchen Sachen wirklich, vor allem wenn das nur noch ein einziger Gegner ist und das hier gleichzeitig kommt. Vielleicht sogar von unterschiedlichen Richtungen, aber wenn das nicht geht, trotzdem einfach gleichzeitig. Da habe ich jetzt noch die Orb mitgenommen für den Mittelspieler. Das ist auch sehr wichtig, dass die richtigen Spieler die richtigen Waffen bekommen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, so eine AWP mitzunehmen, dann fragt kurz und nehmt sie dann mit, wenn sie jemand braucht. Ich wurde hier dann gefragt, ob ich Mitte gehen kann oder will und da habe ich gesagt, ja, mache ich. Das ist noch eine sehr, sehr schwierige Position für mich. Also ich aim am liebsten genau so. Denn so kann nicht viel passieren. Du siehst die Leute, wenn sie kommen. Man darf sich nur nicht rauslocken lassen, aber genau das habe ich gemacht. Ich habe zweimal den Schuss versemmelt, gleich kommt nochmal die zweite Versemmelung. Ich hätte einfach weiter nach rechts zielen sollen, aber naja. Und dann gucke ich nach da oben und schon sieht man da dieses winzige Köpfchen. Ihr habt es vielleicht gesehen. Da ist es. Das ist eine sauschwierige Sache in diesem Moment, denn von Main könnte auch jemand kommen in der Sekunde. Das heißt, du hast ja irgendwie noch ein halbes Auge hier auf Main. Und hier oben, weil ich hier erstmal zwei Schüsse verballert habe, könnte auch jemand schon hier stehen oder hier mitten drauf oder irgendwo einfach, er könnte sogar ganz hier drüben am Rand stehen, wenn ich noch weiter nach rechts gehe. Es ist eine sehr schwer einzuschätzende Situation und dieser Knilch hatte den Vorteil, dass er wusste, dass ich hier bin, weil ich bereits zwei Schüsse verhauen habe und das hat er gehört. An der Stelle entscheide ich übrigens, dass ich die Folgen auf jeden Fall in CT und T teilen werde, weil es sonst viel zu lange dauert und ich euch da nicht überstrapazieren will. Sonst kloppe ich euch da so ein 40-50 Minuten Ding hin, das geht nicht. So, die Bombe ist auf B gelegt, der Kollege kommt jetzt von Checkers, der andere sitzt oben in Vogelnest drin. Ne, halt, der andere ist AFK. Ist der AFK? Nee, der ist bei City einfach, der ist beim Baum. So, und der... Oh, da links hat er was gehört. Links, oh mein Gott. Tja, und er bekommt auf die Nase, beziehungsweise in die Seite. Man hat den links steppen gehört und er hat sich nicht drum gekümmert. Das ist natürlich blöd. Er hätte sofort nach rechts hinter die Kiste gehen sollen und dann schauen sollen, was da links ist. Dieser Kerl, der links kam, hat natürlich auch den City-Spieler beeinträchtigt. Denn wenn der linke Kerl weg gewesen wäre, der Tida in Vents, dann kann auch der City-Spieler schön auf B drauf pushen und die AWP überrennen. So, hier machen wir wieder eine normale Aufstellung. Ich bin aber nach wie vor Mitte. Der Kerl hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Eigentlich sagt man dann sowas wie, ja okay, jetzt habe ich die AWP nicht mehr oder du hast die AWP nicht mehr, ich gehe jetzt wieder auf meinen alten Spot. Da kam auch kurz dazu, aber ich sollte hier stehen bleiben und das habe ich dann auch einfach gemacht. Sandbags ist eine Stelle, von der aus man, naja, man kann die Leute eben nur auf Close Range natzen, wenn man direkt hinten dran stehen bleibt. Und es kann jemand von oben vom Dach kommen und dir einfach den Kopf vollgeben. Deswegen ist die Stelle nicht optimal, aber in der einen oder anderen Situation ist es doch eine ganz gute Position. Alle Positionen sind in der richtigen Situation gut. Hier habe ich einfach den dümmsten Fehler der Welt gemacht, indem ich gesprungen bin. Ich sehe hier den... Fuck man, ich will anhalten, ey. Ich sehe hier den Feind. Und ich erinnere mich, ich habe ihn auch direkt erkannt als Feind. Ich gehe näher ran und hätte hier stehen bleiben sollen. Oder mich ducken oder wie auch immer. Keine Ahnung, dass ich im Headglitch bin. Aber ich springe und habe diesen Nachteil von ungefähr einer halben Sekunde. Und das hat er natürlich vollkommen ausgenutzt. Anhand von solchen schlechten Maßnahmen, so wie seine hier, kann man natürlich sehr gut erklären, was man hätte besser machen können. So Captain Hindsight-mäßig. Also ja, er ist halt einfach dumm rumgesprungen, ne? Er war der Letzte, die Tees können überall sein. Er hat nicht wirklich den Zeitdruck und er springt da mit Knife rum und spielt und ja. Ich stand hier noch einmal Sandbags und ich glaube, in der Runde konnte ich ja noch jemanden holen, weil er eben da vorne entlang lief. Also wenn sie Mitte smoken, dann gehen sie meistens da vorne entlang, entweder oben auf dem Teil drauf, also auf dieser Markise hier oder was heißt Markise? Da, ja, da schlappt er schon entlang, da wo das Tor sich eben einrollt. Oder direkt am Tor entlang, hinter der Smoke praktisch, wenn die Smokes hier noch liegen. Und das Dumme ist, das machen sie nicht nur, sondern sie kommen auch von hier oben vom Dach. Und da bist du natürlich ganz schnell genudelt, wenn du hier bei Sandbag stehst. Die Leute sagen, wenn sie was brauchen, man bekommt Waffen gedroppt, auch extrem wichtig. Das zielt auch zu dem Teamgeist mit dazu, dass ihr, wenn ihr Waffen droppen könnt, dass ihr das auch macht. Also, dass ihr für euren Mate eine Waffe kauft, um ihn zu unterstützen. Denn es bringt nichts, wenn ihr was kauft, aber die Mates haben nichts. Oder ein oder zwei Mates haben nichts. Da muss man dafür sorgen, dass die Kollegen auch Waffen haben. Weil nur so könnt ihr wirklich die volle Leistung zeigen. Und da gibt es auch nicht diese Scheiße von wegen, ja, der ist so schlecht, dem will ich nichts geben oder so. Das ist völlig irrelevant, völlig irrelevant. Ihr kauft euch damit selbst in den Win hinein, wenn ihr euren Mates Waffen gebt. Natürlich nur, wenn das möglich ist, klar. Ihr müsst jetzt keine Rippe rausreißen und dann selbst nur noch mit einer Pistole spielen, so nicht. Außer, und das ist eine Spezialgeschichte, ihr merkt halt einfach, dass ihr schlecht seid, also sehr, sehr schlecht seid und gebt dem Besten, der gerade nichts hat, eure Waffe, weil er damit vielleicht mehr macht. Dann kann man wiederum mit diesem Skill-Denken fahren, aber das sollte auch nur wirklich in dem Fall sein, wenn es euch selbst betrifft, also ihr selbst sagt, ich bin zu schlecht und ich will meinem Mate einfach die Chance geben, viel krasser mit dieser Waffe zu robben. Wir wissen hier an der Stelle noch nicht genau, wo sie hingehen werden. Auf B ist nichts, also bin ich B gegangen. Der Kollege ist auf A, ein anderer kommt jetzt gerade hier oben ins Vogelnest rein auf B, also ja. Ach, ich sollte natürlich die Ansagen nutzen, die ich euch beibringe oder beibringen will. Also das da oben ist Heaven auf B. Das gleiche gilt auch für einen Bot, wenn ihr einen Bot habt. Und ihr seid wirklich gerade ultra schlecht, ihr habt gerade den schlechtesten Spieler des Lebens. Und ein anderer hat 30, 40 Kills und ihr sterbt direkt am Anfang. Dann nehmt nicht den Bot. Der Kollege, der bei den Gegnern wahrscheinlich auch gefürchtet ist, weißt du, als der vielleicht sogar Cheater oder eben Skillfaker, Smurf, wie auch immer. Dieser Kollege hat dich
Chance, ein zweites Mal da zu sein, nachdem er gestorben ist, durch den Bot. Er kann dadurch sogar noch Wins einfahren. Also, das sind solche Überlegungen, die man einfach für sich selbst treffen muss. Will ich das? Sehe ich ein, dass ich schlecht bin oder bin ich der Meinung, dass ich jetzt gleich reinreiße? Dann muss man das natürlich nicht machen. Ein Muss ist das sowieso nicht, es ist einfach nur ein Tipp, eine Überlegung, die man anführen kann. So, naja, in Main ist jemand, er hat mich gesehen, ich baller da schön rein, am besten ununterbrochen, die Bombe ist down, ich sag's an. Und da haben wir auch schon die Runde geholt. Frage an euch, wie sagt euch diese Analyse bis jetzt zu? Findet ihr es gut? Könnt ihr daraus Wissen gewinnen? Und vor allem, was haltet ihr überhaupt von solchen analysierten Gameplays? Sagt ihr, wow, das ist total bescheuert oder ist interessant, kannst du ruhig öfter machen, denn ich muss zugeben, es macht irgendwie Spaß, meine Fehler zu analysieren und auch die Fehler von den anderen natürlich, dass ich mir vorstellen könnte, das auch mal, nicht übertrieben oft, aber mal, außerhalb der Tutorials zu machen. Okay, wir sind 4 gegen 5, die Bombe ist auf B gelegt, deswegen komme ich jetzt von hinten, um eben von hinten auch aufzuräumen. Checkers ist scheinbar keiner, das ist eine eklige Sache in dem Moment, weil, oh, guckt euch das an, das war wirklich blöd, denn der Mate ist nicht gestorben, aber ich bin einfach saublöd gestorben, es stand doch jemand Checkers, er stand wahrscheinlich hier close, er ist immer noch hier unten. Man merkt, ich bin jemand, der extrem gerne Utilities nutzt, also die Nades, die Smokes und so weiter und so fort. Ich habe genau mit dieser Taktik schon sehr viele Situationen entscheiden können tatsächlich, weil ich die Nate dann hier oben an dieses Teil werfe, nur an den Nachbarn hier links nebendran eben, also hier ungefähr hin. Die jobst auf den Spot und killt manchmal bis zu 3 Leute, weil die Leute total angefrackt sind, sie verstecken sich auf dem Spot. Die voller sind, stehen meistens hier hinten irgendwo, also hier rechts neben mir, da wo auch jemand steht, in der Ecke oder da hinten. Und die Lowbobs stehen meistens hier drauf. Es ist nur saublöd. Ich ziehe das Teil ja direkt, guckt euch das mal an, wie früh ich das ziehe, es ist total übertrieben. Übrigens, der mich killt, steht entweder hier oder hier hinten, hinter der Wand. Habe ich da irgendwie hingeguckt? Nee, habe ich nicht. Ich dachte hier in dem Moment, geil, hier ist niemand. Ich gucke in dem Moment auf die Karte und sehe, meine Mates stehen auch passend. Also, hier ist wahrscheinlich keiner bei mir. Wahrscheinlich. Aber halt dann doch. Ich habe alle auf dem Spot vermutet und deswegen jetzt schon die Nate gezogen. Und ich hätte sofort umschalten müssen. Denn dieser Kill muss safe drin sein. Aber nein, ich wollte die Nate noch schmeißen und sie hat noch nicht mal was gebracht. Gut, der Kill ging noch rein, aber die Nate hat nichts gebracht, maximal gedamaged. Und ja, hier waren 2 drinnen Checkers. Mann, da habe ich echt auf die Fresse bekommen. Der Kollege macht das ja eigentlich ganz gut. Unter ihm ist noch jemand, den hat er hoffentlich angesagt. Nee, man hat nichts gehört. Der hätte sofort Checkers sagen müssen, damit dieser Mensch hier weiß, was da Sache ist. So. Er diffused jetzt. Ah, er hat kein Diffuse-Kit. Ja, kann er vergessen natürlich. Alleine von der Zeit her kann er das vergessen, aber auch schon aus der Situation heraus. Das war saublöd, kein Diffuse zu kaufen. Manchmal geht es vom Geld her nicht, ich weiß, aber ihr solltet dann lieber ein Diffuse kaufen, wie Granaten oder sowas. Diffuse rettet so oft die Runden, so unglaublich oft. Denn wenn man sich das hier anschaut, schaut mal, der Kollege ist jetzt an der Bombe. Hätte er auf die Karte geschaut und hingehört, hätte er gar nichts mit Smoke und Flash gemacht, so ein Scheiß. Er hört, hier ist ein Firefight. Mit Diffuse-Kit hat er easy die Chance, durchzudiffusen, bevor der Tier überhaupt den Mate gekillt hat und bei ihm angekommen ist. Das heißt, mit Diffuse-Kit sofort anfangen zu diffusen in so einem Moment, wenn man ihn denn realisiert. Beste Voraussetzung für einen Direkt-Diffuse. Er hat wahrscheinlich jetzt die Smoke in die Hand genommen, weil er weiß, scheiße, ich habe keinen Diffuse. So, guck mal. Jetzt sind schon 2 Sekunden rum. Und jetzt wer durchdiffused. Er hätte easy Zeit gehabt. Es wäre vielleicht extrem knapp geworden, aber es hätte funktioniert. Da bin ich mir sicher. Ich habe hier rechts neben mir von Main welche gehört. Jemand ist stehen geblieben, um diese Smoke zu schmeißen. Ja, jetzt kommt die Nate. Und hätte ich noch eine Decoy gehabt, hätte ich die reingeworfen und wäre dann in Main gegangen. So, Mitte war angesagt, das heißt, ich gehe hin und knall den ab. Und der Kollege sagt es schon richtig, einer B, einer A. Es sind ja immerhin noch 3, die können überall hingehen. Sie haben auch noch 48 Sekunden Zeit, da kann man von B auf A rennen, ohne Probleme. Und da ist auch die Bombe schon down. Naja, die Bombe ist down und jetzt passt, das war so dumm. Ich wusste, dass der letzte eine Orb hat und ich habe mir schon gedacht, dass er von White Car kommt. Genau, es war ja der Kerl, der gesmoked hat in Main. Ich hätte kurz so gucken können, zack, ob er von da kommt. Aber ich hätte nicht das hier machen sollen, so bescheuert gegen die AWP. Der Kollege ist angesagt von vorher noch und stirbt auch. Und das ist halt wirklich... shit, dude. Das ist fucking shit. Der Mate war einfach überrascht. Guck mal, wie schnell das ging. Es ging schon sehr schnell. Klar, der Headshot hätte drin sein können. War er aber nicht. Der Tier wusste sofort, wo er war. Hier fliegt unter der Fleischbrocken. Und ja, da bringt's dann nicht sowas hier. I called it. What are you doing? Sowas bringt nichts. I called it. What are you doing? Wie gesagt, das ist einfach, das ist bescheuert. Das sind Schuldzuweisungen. Und es hilft uns in dem Moment überhaupt nichts. Und in der nächsten Runde auch nicht. Dieser Kerl, dieser John oder wie er hieß, denkt sich nicht, ah ja, stimmt. Ich muss jetzt einfach besser aufpassen. Und Antonio hat mich lieb oder so ein Scheiß. Es bringt gar nichts. Es bringt einfach nur schlechte Gefühle. Und mit schlechten Gefühlen spielt man auch schlechter. So, wir kommen hier langsam an die Rundenhälfte ran. Man sieht jetzt hier, dass der Kollege gekauft hat oder eben, eine Waffe in der Hand hält. Schaut mal, er hat jetzt noch $2000. Das heißt, er hätte vielleicht sogar noch eine Ump droppen können
für ihn hier. Hat er aber, glaube ich, nicht gemacht im weiteren Verlauf, was natürlich sehr schwach ist. Der andere hätte auch droppen können und schon hätten wir alle Waffen gehabt. Wir haben uns hier für den Pistol Rush wieder entschieden. Wir gehen Mitte und versuchen, ein paar Kills zu holen. Aber ich glaube, da war leider nicht viel zu holen. Ich habe total rumgepimmelt wie ein Dummkopf. Verbesserungsvorschläge, naja, besser Aim halt. Und die Kollegen werden jetzt total eingerissen. Ich habe schon miterlebt, wie sich so eine Kleinigkeit hier, sowas, sich hochgeschaukelt hat. So hoch, dass zwei von meinem Team so mit den Gegnern rumgebettelt haben, dass sie nicht mehr richtig gespielt haben und wir verloren haben deswegen. Die wurden so unglaublich mad, ne? Dann hieß es, haha, ich bin halt besser, laber nicht und doch, ich bin viel besser, ich fick deine Mutter, bla 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 und das wollen wir ja mal sehen. Und dann kriegt man auf einmal vom Gegner noch reingedrückt, obwohl man die ganze Zeit hier eine große Fresse hat. Also Antonio jetzt nicht, aber als Beispiel, dann werden diese Leute unglaublich fucking mad, richtig widerlich. Und sowas kann zum Lose führen. So, was haben wir hier jetzt? Er ist, wie gesagt, der Letzte wurde eben geflasht. Sie können von A und von B kommen. Er geht ja voll offen. Da habe ich mich noch voll schlecht gefühlt, wie er da einfach läuft. Ne? Es kann bei K jemand stehen und ihm in den Arsch schießen. Ich wäre sofort hier in Heaven reingegangen. Den hat er schön geholt. Reload, maybe. Reload, maybe, ja. You're stupid. You're stupid, what? Also dieser Kerl, dieser Antonio ist wirklich nicht teamtauglich. Hier natürlich mein nice try, da sieht man wieder, was für ein geiler Mate ich bin. Und hiermit hat er, das ist der Letzte, der eben noch gelebt hat, natürlich vollkommen recht, stop talking noobs. Wenn jemand am Schluss noch lebt, dann sollte man ihm wirklich nur in der allergrößten Not einen Tipp geben, wenn man wirklich meint, es ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, ihm das zu sagen. I think you're bad oder irgend so ein Scheißdreck oder selbst left, 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 right, right, right. Lasst es einfach. Wenn ihr noch eine Information habt, weil ihr gerade eben gestorben seid, dann könnt ihr das natürlich sagen. Aber so eine Scheiße bringt überhaupt gar nichts. Ich würde darauf und habe auf solche Sachen schon oft sowas geschrieben wie stop talking please, I can't hear shit oder irgendwie sowas. Dass Leute merken, ich bin nicht extrem angetan davon, dass sie was sagen. Was ich zu diesem Kollegen, der jetzt sich gerade beschwert hat, über die talkenden Menschen sagen muss, ist, dass er nicht gesagt hat. Das war ein bisschen dumm. Ihr solltet in Counter-Strike immer fähig sein, technisch und auch körperlich anzusagen. Es ist kacke, wenn du schreibst, oh nein, ich wurde überrannt, sie kommen alle von mit. Man ist auf A fokussiert und liest es nicht und wird dann von hinten weggenudelt. Damit es gestorben ist, wurde mir angesagt, natürlich rechne ich dann mit Highway-Menschen und den habe ich auch schön weggenatzt. Jetzt gehe ich Richtung B, weil auf B sehr viele Leute fallen. Die Bombe wurde, glaube ich, noch nicht gesichtet, deswegen mache ich hier auch erstmal wieder langsam auf meinem Vorstoß zu B. Jetzt wurde sie aber gerade gesichtet und angesagt. Das heißt, ich komme jetzt etwas näher, beziehungsweise decke hier eben einfach ab an diesem Punkt. So, hier hört man die Schüsse und man sieht, der Mate wurde gekillt aus Vents heraus, deswegen wusste ich, dass er hier oben steht. Ich habe nur geaimt wie ein Bock. Vor allem habe ich wieder nicht mit dem richtigen Spot gerechnet. Ich dachte, er geht hier runter, ne? Und ist jetzt gleich hier. Wenn du damit rechnest, dass sie vom Dach kommen, kannst du sie perfekt wegholen. Und an dieser Stelle war es auch saublöd, hier hinzuaimen. Aus einem leicht erklärten Grund, die Bombe war ja down. Das heißt, er hat die Intention, da hinzugehen. Hier hinten hin. Er denkt sich auch, also er als T denkt sich, dass die meisten CTs hier wahrscheinlich schon rumstehen und die Bombe beschützen. Also laufen hier wahrscheinlich nicht sehr viele CTs rum, also hier auf Highway, auf Mitte und an sich auch hier hinten auf Mid-Hall. Hier drin könnte schon jemand sein. Mich hat er ja auch gut geholt. Und da ist es wirklich eine ganz gute Idee. Er hat ja auch nicht viel Zeit. Er ist alleine gegen drei. Er hat gerade eben einen geholt. Er hat also auch einen Confidence-Boost. Er denkt, vielleicht kann ich alle natzen. Er hat, wie gesagt, noch viel Zeit. Das heißt, er geht hier raus und versucht so schnell wie möglich hier in Connector reinzugehen, um dann von Heaven oder eben von City zu kommen. Und ja, das war einfach mein... Guck mal, was habe ich da zusammengeaimt? Das kommt halt einfach davon, wenn ihr euch überhaupt nicht warm spielt, bevor ihr Matchmaking spielt. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn man absteigt, weil man einfach spielt wie ein Kacknoob. Wir sind bei der Hälfte angekommen. Ich werde das auf jeden Fall splitten, denn die Aufnahmezeit beträgt jetzt 48 Minuten. Ich hoffe, dass ich da sehr, sehr, sehr viel wegschneiden kann. Ich habe ein paar Mal versprochen, das kommt natürlich der Gesamtzeit zugute. Aber da ich ein King bin, verspreche ich mich nicht allzu oft. Verstehe ich, das kommt fließend aus mir heraus, so wie Durchfall. Was für ein Vergleich. Naja, ich habe mir zwischendurch ein paar Mal Salzstangen geholt, also. Ich hoffe, ich kann es auf maximal 20 Minuten runterschneiden. Alles andere wäre wirklich eine verschissene Qual. Außer er sagt, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil ich so hübsch bin. Wenn es euch gefallen hat und oder ihr es informativ fandet, dann lasst es mich bitte wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.